Ja, ich habe hier heute zwei Akkuwinkelschleifer von Parkside. Einmal den ganz normalen Standard-Akkuwinkelschleifer. Den gibt es für schlanke 34,99 und aktuell momentan. Und einmal hier den Performance-Winkelschleifer. Das ist dann so diese Premium-Hightech-Qualität. Und mit den beiden will ich gleich mal ein kleines Projekt abarbeiten. Und zwar habe ich Zaunpfähle, die abgeschnitten werden müssen in der Nachbarschaft. Und da passt das wirklich gut, wenn man sich da erst eine Kabeltrommel herholt und so weiter. Dann kann man einfach mal schnell einen Akkuwinkelschleifer nehmen. Das Schöne ist dabei, ich brauchte mir jetzt keinen Akku besorgen. Ich habe hier den Akku, das Ladegerät. Der passt für beide Geräte, der passt für mehrere andere Geräte. Ich habe einen Akkuschrauber, ich habe eine Stichsäge, ich habe eine Kreissäge. Alles kann ich mit diesem einen Akku, den lade ich gerade. Und wenn der fertig ist, dann gehe ich raus und dann schneide ich da alles ab. Und dementsprechend flexe ich alles kurz und klein. Dementsprechend habe ich mir hier schon schöne Millimeter-Schleifscheiben bereitgelegt. Und dann habe ich hier schon mal eine Lamellenschleifscheibe gerüstet. Wir wollen uns kurz diese Winkelschleifer angucken. Wie gesagt, das hier, das günstige Einsteigermodell. Ist natürlich interessant, was das dann leistet. Ich habe es mir schon mal so ein bisschen vorher angesehen. Wie gesagt, Handgriff kann man hier an alle drei Positionen variieren. Man hat hier eine Spindelarretierung, das heißt, dann kann man, ich habe das hier mal beides abgemacht, man kann die Spindel hier arretieren, dann kann man die Scheibe lösen, einfach hier ist ein Schlüssel dabei, ist kein Schnellverschluss oder ähnliches. Und das ist eins, dann haben wir hier ganz normal An- und Ausschalter, dann haben wir hier was Schönes, eine Drehzahlregulierung und das war es eigentlich. Hier unten kommt der Akku rein. Ich sage mal, so ist er kopflastig. Wenn der Akku hier unten drin ist, dann hat man das eigentlich auch schön in der Hand. Vom Dings her, man kann das auch schön mit einer Hand, was man natürlich nie machen sollte. Man soll immer mit beiden Händen, damit man mit der Hand nicht irgendwo reinkommt. Man kann hier diese Schutzhaube einfach verstellen, ohne irgendein Werkzeug, ohne irgendwas lange drücken zu müssen. Ich zeige das mal hier ganz kurz, wie mir das aufgefallen ist. Das finde ich als erstes ein bisschen nicht ganz so toll. Millimeterscheibe, kein Problem. Ich habe dann hier eine Standard-Schrubbscheibe. Die kriege ich dann hier schon kaum noch rein. Also muss ich schon leicht Gewalt anwenden. Das ist ein bisschen unglücklich. Das hätte man hier größer ausklinken sollen. Es ist zwar, jetzt hier mache ich das, wenn ich damit schleife irgendwo, habe ich natürlich hier einen Schutz besser, dass ich da irgendwo nicht gegenkomme, aber tendenziell reicht eigentlich bei allen Winkelschleifern, dass man hier so die Hand schützt. Wer greift von hier vorne rein? Also welche Funktion soll das hier vorne haben? Ist eher auch nervig, wenn man damit schleift oder so. Also entweder den Handschutz wechseln oder beziehungsweise man klinkt das hier einfach aus. Ich glaube, ich werde den nachher hier einfach abschneiden. Weil so ist es eher unglücklich. Ja? Man kriegt die hier dann zwar rein, aber das ist hier eine Standard-Schrubbscheibe. Wenn ich hier diese Reinigungsscheiben nehme und die ist hier schon schön abgenutzt, dann sieht man gleich, da hat man gar keine Chance mehr. Das ist so das erste Negative, was mir auffällt. Ansonsten sage ich mal vom Gerät her, gerade dass man die Drehzahl auch regulieren kann, ist sicherlich eine tolle Sache. Wir werden gleich mal ausprobieren, wie der draußen einfach trennt mit einer schönen Millimeterscheibe. Millimeterscheibe immer ideal, um damit irgendwas Dünnes oder auch irgendwas Dickeres durchzutrennen. Und dann, wie gesagt, hier Performance, finde ich, sieht schon gleich richtig cool aus. Kostet natürlich auch das Doppelte. Und wie gesagt, auch ein Handgriff, schöneren, bisschen qualitativ höherwertigeren Handgriff, kann man hier an alle drei Positionen anbringen. Hier auch eine Spindelarretierung. Hier vorne, gucken, ob ich das hier so zeigen kann, hier kann man das hier so hochklappen. Dementsprechend hat man hier ein bisschen Kraftmoment und kann das Ganze hier relativ einfach lösen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal festgezogen, gelöst und dementsprechend kann man das meistens wahrscheinlich auch hiermit lösen. Wenn man das damit nicht lösen kann, hat man hier die beiden Bohrungen und hat dann hier, steckt ein bisschen fest drin, ups, hat man hier dann einen Schlüssel gleich im Griff. Das ist natürlich praktisch, verlegt man nicht. Ich bin so der Weltmeister im Verlegen. Ich suche immer eine Stunde und bin dann irgendwo 5 Minuten am Arbeiten. Das passiert einem dann hier nicht mehr. So, kann man hier reinstecken, habe ich jetzt nicht. Ideal, gut. Ich habe es vorhin schon 10 Mal draußen gehabt, also der passt eigentlich richtig gut. Gut, so. Gut, wie gesagt, der liegt richtig gut in der Hand. Von der Form her, hier so ein bisschen dünner. So.
ist optisch richtig cool, hat hier eine vernünftige Haube, da kriegt man jede Scheibe rein, das ist also nicht so. Und dementsprechend kann man auch viel flacher den Winkelschleifer auflegen, viel flacher damit arbeiten, kann damit schön schleifen und so. Also der gefällt mir auf den ersten Blick wirklich richtig gut. Drehzahlregulierung hat der nicht. Und dementsprechend werde ich da jetzt gleich mal mit arbeiten. Ja, wie gesagt, das sind die beiden Winkelschleifer. Schön ist wirklich, dass man einen Akku für alles nutzt. Man könnte sich jetzt stundenlang die technischen Daten damit angucken. Aber ich will hier wirklich Scheiben nehmen, Schrubbscheibe nehmen und hauptsächlich diese Millimeter-Trennscheiben, weil die sind wirklich richtig genial und will jetzt mal draußen diese Zaunpfosten abschneiden. So, jetzt habe ich hier das erste Tor und da fange ich gleich mit an. Und dementsprechend werde ich diese beiden hier eben mit dem Boden abschneiden. Und die anderen beiden gucken wir uns gleich an. Da sind so in der Mauer, dass die Mauer ausgeklinkt. Die muss ich oben mit der Mauer bündig abschneiden. Hier, wie gesagt, fange ich erstmal mit dem einfacheren Gerät an, mit dem Parkside-Akku-Winkelschleifer. Und erster Eindruck ist, der schneidet zwar, aber man muss wirklich, man darf nicht zu stark drücken und man darf ihn auch nicht zu stark verkanten. Um jetzt wirklich Boden eben abzuschneiden, ist mir gleich diese Haube, die ich eben schon so ein bisschen bemängelt habe, leider gleich im Weg. Aber ansonsten schneiden tut er. Und man muss jetzt halt sehen, von wegen, das ist jetzt das eine Tor, das andere Tor ist an der ganz anderen Seite. Ich bin jetzt einfach hier rangegangen, hatte das vorher abgesprochen. Ich mache das dann den Tag irgendwann und ich brauche keine Stromversorgung, nichts. Ich brauche keine Kabeltrommel. Wenn ich eine Kabeltrommel herholen würde und dementsprechend das alles hier herholen würde, das würde länger dauern, das Aufrollen, hinterher wieder zusammenrollen und wegräumen und so weiter, als wie ich hier überhaupt für das Abschneiden brauche. So ist das wirklich praktisch mit so einem Akkuwinkelschleifer. Ja? Und der Akkuwinkelschleifer funktioniert, sage ich mal, aber es ist nicht wie ein Winkelschleifer, den ich in der Werkstatt habe, schon gar nicht mein Winkelschleifer mit 1700 Watt, mein Metabo-Winkelschleifer, das ist schon wieder was ganz anderes. Aber allgemein ein kabelgebundener ist ein bisschen was anderes. Ich werde den linken Pfosten hier jetzt einfach mit dem grünen Parkside-Akku-Winkelschleifer abschneiden und dann werde ich auf der anderen Seite den schwarzen Parkside-Performance-Akku-Winkelschleifer benutzen. Ja, und gucken, mit welchem ich ein besseres Ergebnis erziele. Hier jetzt von wegen ist ein bisschen hakelig, muss ich sagen. Ich trenne das links, rechts, vorne ein und versuche so ein bisschen in die hintere Seite, in das hintere Stück reinzukommen und dann wird da ein bisschen dran gewackelt und dann kriegt er noch einen dicken Hammer, dann bricht er ab und dann, so ist zumindest der Plan, dann werde ich das Ganze ein bisschen mit der Lamelle beschleifen. Und gut ist das, kommt ein bisschen die Steine drüber, die da immer so auf der anderen Seite rumliegen. Ein bisschen Erde da, dass es wieder zu ist, dass man das gar nicht mehr so sieht. Aber an sich ist das hier völlig unproblematisch. Schneide ich ein bisschen hier jetzt diese Wange, an die das Türchen vorher noch ein bisschen rangekommen ist, oder wo das Türchen angeschlagen hat, ein bisschen das Blödchen, wo das Türchen angeschlagen hat. Und ja, man sieht hier schon, ich kann das Ganze schon schön wackeln, kriegt gleich einen Hammer und gut ist. Dann können wir uns an die zweite Seite machen. Dazu muss ich nochmal schnell den Performance-Akku-Winkelschleifer rüsten mit einer Millimeterscheibe. Wie gesagt, hat hier auch so ein Spindellock. Beide Winkelschleifer haben 10.000 Umdrehungen. Und wie gesagt, der grüne ist regulierbar von der Drehzahl. Den kann man von 2.500 bis 10.000 Umdrehungen stufenlos regulieren. Ob man das dann immer braucht, ist natürlich beim Akku-Winkelschleifer so eine ganz andere Sache. Aber wie gesagt, der hat diese Funktion. Und dementsprechend ja, kann man das dann auch vielleicht bei der einen oder anderen Herausforderung nutzen. Jetzt trenne ich hier mal mit. Und man merkt gleich bei dem ersten Schnitt von wegen, dass man hier deutlich gefühlt eine deutlich höhere Drehzahl hat und auch deutlich mehr Leistung hat. Also man kann hier richtig drücken mit dem Gerät, als wenn man einen Winkelschleifer aus der Kabel gebunden in der Werkstatt hat. Also der hat wirklich richtig Bums. Das macht auch richtig Spaß. Und dementsprechend habe ich mich hier auch spontan entschlossen, den Rest
mit dem Gerät zu schneiden, weil es eigentlich so super geht und das andere eher so ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtiger mit sein. Und die Haube ist wie gesagt immer so ein bisschen im Weg. Und ja, dementsprechend werde ich hinterher so ein Stück von dem Pfosten mit in die Werkstatt nehmen und dann schneiden wir da noch mal ein bisschen was mit ab, damit wir das beide mal so hundertprozentig miteinander vergleichen können. Wie gesagt, hier auch wackelt so ein bisschen, ein paar Hammer gegen und da ist das Ganze ab. Das habe ich jetzt mal nicht gefilmt. Habe ich hier da so ein bisschen abgebrochene Stelle unten. Das muss ich noch mal mit der Lamelle ein bisschen begradigen. Und dann, man sieht ja diese kleinen Steinchen hier, dass da so ein bisschen Erde ist und so wird ein bisschen Erde, ein paar kleine Steinchen mit rumgelegt und dann ist das Ganze Geschichte. Ist in der Nachbarschaft, ist eine kleine Gefälligkeit und mehr nicht. Da will ich jetzt irgendwie auch nicht einen riesen Aufwand von machen. Wenn man das für sich selber machen würde, würde man das wahrscheinlich das Ganze so ein bisschen ordentlicher machen, sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das ist einfach so eine Sache. Und ich habe hier so das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden, wenn man das so sagen kann. Ich habe das einfach, ich wollte das schon seit ein paar Tagen machen und oder wurde da schon ein paar Mal gefragt zu, wollte das schon ein paar Tage gemacht haben. Jetzt habe ich hier diese Akku-Winkelschleifer und dementsprechend gehe ich das Ganze hier an. Das ist jetzt das zweite Tor, was ihr hier eben gesehen habt, oder das zweite ehemalige Tor, der Durchgang. Das ist wieder auf der ganz anderen Seite vom Grundstück. Ich brauchte jetzt nur meinen Winkelschleifer nehmen und dahin gehen und dann kann es weitergehen. Ich schneide hier erstmal das Band ab. Das wäre ja sonst so im Sichtbereich, was noch erhalten bleibt. Man sieht ja hier diese Ausklinkung. Dementsprechend mache ich hier die Pfosten auf Höhe der Mauer. Schneide ich die ab. Und ja, hätte ich jetzt zum Beispiel nicht einen Akku-Winkelschleifer, dann hätte ich da auch wieder eine Kabeltrommel hinholen müssen. Wäre halt auch mehr Aufwand als alles andere. So geht das wirklich gut. Macht auch Spaß mit dem schwarzen Gerät. Ich nehme jetzt für die Restarbeiten nur das schwarze Gerät, wie gesagt. Und dann in der Werkstatt nehmen wir uns einen Pfosten mit und schneiden wir da noch mal ein bisschen dran rum und gucken uns das Ganze dann noch mal so im Werkstattversuch an. Hier draußen, so auf dem Boden und auf dieser Kante, geht der doch deutlich besser. Muss man auch sagen, der kostet auch das Doppelte. Und ja, wie gesagt, schön finde ich an dieser ganzen Serie, dieser ganzen Akkugeschichte halt auch. Ich habe mehrere Akkugeräte, die sind dann immer alle in irgendwelchen Kisten. Und komischerweise ist nie ein Akku geladen, wenn ich dann das Gerät brauche. Außerdem habe ich halt auch immer, dass ich die Geräte teilweise über Monate nicht benutze. Und das ist genauso. Also da ist ein Akku, um einen Akku, sage ich immer, kann ich mich gerade noch kümmern. Da ist ein Akku wirklich die deutlich bessere Sache. Und auch wenn man das jetzt mal so ein bisschen häufiger benutzen würde, könnte man sich einen zweiten Akku holen. Dann hätte man zwei Akkus und die dann auch halt für zig Geräte. Sonst hat man halt einen Winkelschleifer, habe ich ja jetzt nicht, aber zum Beispiel einen Akkubohrer oder einen Akkuschrauber, das ist ja immer so was Standard-Akkugerät, das man hat. Da hat man dann irgendwo zwei Akkus für, das kostet dann auch dementsprechend. Hier hat man dann halt einen Akku oder beziehungsweise dann zwei und die kann man dann für alle Geräte nutzen und um den einen kann man sich, wie gesagt, halt gut kümmern. Man sieht hier, das Schneiden funktioniert wirklich wie die Wutz. Da ist kaum merklich ein Unterschied zu einem einfachen Winkelschleifer. Ich habe jetzt in der Werkstatt, wie gesagt, den Metabo mit 1700 Watt. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, das ist richtig kräftig. Dementsprechend gibt es ja auch mittlerweile andere Winkelschleifer. Aber hier sieht man einen schönen, sauberen Schnitt. Und das war auch so die Zielsetzung, dass man so eine ganz einfache Praxisaufgabe mal hat und das halt nicht mit Kabel und so weiter erledigt, sondern mit so einem Akkuwinkelschleifer. Ich habe das Ganze hier noch, diese Wange habe ich so ein bisschen ausgeklinkt. Ausgeklinkt ist richtig. Und runde das Ganze jetzt ein bisschen ab, damit man da keine scharfen Kanten hat. Beschleife das Ganze noch mal ein bisschen. Dann kommen die Proppen von oben, diese Kunststoffproppen da rein. Und dementsprechend sieht das Ganze wieder schön aus. Gucken wir uns gleich auch nochmal kurz das Ergebnis an. Die Mauer an sich ist nicht meine Mauer, also braucht mir keiner in die Kommentare schreiben, dass ich die dann auch halt mal abkärchern würde oder abkärchern müsste. Meine Mauer ist anständig gekärchert. Die machen das halt so, wie die das selber machen wollen. Ist nicht mein Problem. So, wie gesagt, Kappen drauf. Tageswerk erledigt. Das wird nochmal ein bisschen nachgestrichen und dann gehen wir in eine Werkstatt. Wie gesagt, einen Pfosten habe ich hier mitgenommen. Jetzt habe ich nochmal zur Demonstration hier den grünen
Parkside, Akku-Winkelschleifer. Und mit dem trenne ich hier einfach nochmal ein, dass man auch sieht, dass das wirklich gut funktioniert. Wie gesagt, hat rein merklich oder hat so ein bisschen vom Gefühl, er hat eine geringere Drehzahl und man muss halt mit der Kraft, er hat deutlich weniger Kraft als das Performance-Gerät. Aber wenn man nicht zu stark drückt und ein bisschen vorsichtig, ein bisschen mit Gefühl an die Sache geht, kann man auch problemlos, das sieht man hier, halt so ein Pfosten bzw. so ein Vierkantrohr damit durchschneiden. Das wollte ich hier nochmal kurz demonstrieren. Und ich schneide da gleich auch noch ein paar Mal rein. Zwischendurch nehme ich gleich mal das Performance-Gerät, schneide mit denen nochmal, dass man so ein bisschen einen Vergleich hat. Das ist schon was anderes, aber irgendwo relativiert sich auch halt immer meistens der Preis. Und das sieht man hier in dem Fall auch wieder. Jemand, der einen einfachen Winkelschleifer haben will für zu Hause, einen Akku-Winkelschleifer, den er nicht so häufig nutzt und am besten auch schon irgendwo was aus dieser Akkuserie hat, dementsprechend den Akku zur Verfügung hat, für den ist das, denke ich mal, schon ein sehr interessantes Gerät. Und für jemanden, der wie ich irgendwo so ein Power-Nutzer ist, der dann sowas wirklich regelmäßig nutzt, der sollte dann in diese Performance-Serie gehen. Das wäre so meine Empfehlung, oder wenn mich einer fragt, welcher Winkelschleifer ist denn der richtige für mich. Also wer richtig Meter machen will, wer richtig mal auch mal draußen damit irgendwo knallhart arbeiten will. Für mich ist das halt auch interessant. Ich schweiße oft zum Beispiel draußen und dementsprechend einen Winkelschleifer dazu liegen zu haben, dann braucht man nicht irgendwo sich da auch noch wieder Strom für zu besorgen, hat den einfach dann da liegen, kann damit zum Beispiel bürsten, schleifen, irgendwas eintrennen und so weiter. Das geht wirklich super und dementsprechend ist das für mich eine Bereicherung. Und mit dem Performance-Gerät werde ich sicherlich auch in Zukunft regelmäßig arbeiten. Man sieht hier einfach so einen Schnitt, ist völlig kein Problem. Dann wechsle ich nochmal den Akku und abschließend mache ich nochmal ein paar Schnitte mit dem normalen Parkside-Akku-Winkelschleifer. Und ich denke mal, beide Geräte haben gezeigt, dass man mit ihnen arbeiten kann. Wie gesagt, größter Kritikpunkt, den ich da ansetzen muss, ist diese komische Haube. Die finde ich wirklich nicht gelungen. Aber wie gesagt, ich werde so, wenn ich das Gerät hier behalte, was ich wohl machen werde, dann werde ich die bei dem Gerät hier einfach ausklinken. Und ja, dementsprechend geht es dann wahrscheinlich auch deutlich besser. Man sieht aber von dem, man kann hier auch ganz normal ein paar Schnitte machen. Das ist kein Problem. Millimeterscheiben sind ideal zum Trennen. Das ist auch so eine Entwicklung, die letzten Jahre da stattgefunden hat. Von wegen, jetzt sieht man, dass man sich so ein Gerät kauft und da schon so eine Millimeter Trennscheibe dabei hat gleich von wegen. Dass es nicht mehr diese dicken Trennscheiben sind. Die haben zwar immer eine deutlich höhere Standzeit, aber beim Schneiden her oder so ist es deutlich angenehmer und der deutlich filigranere Schnitt, wenn man so eine Millimeterscheibe nimmt. So. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen interessiert, dass man da mal so zwei relativ preisgünstige Akku-Winkelschleifer sich anguckt und was damit so möglich ist. Dementsprechend die Winkelschleifer verlinke ich hier unter und ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, beim Schleifen und so weiter. Euer Manni.